von denen gekillt. Hallo! Wir wissen jetzt, dass die Entführten auf einer anderen, also im Nordosten sind. Sag das dem Idioten. Sag ihm das. Das Land frei. Alter. Und es entstanden alle Wesen. Bäume wie Tiere, Wölfe. Ich glaube es echt nicht. Ich glaube es einfach nicht. Und zuletzt. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Die dumm oder was? Ist das mal ein absoluter Scheiß, immer ohne Witz. Ich habe den Anführer gerade besiegt. Ich habe gerade gehört. Ja, die sind jetzt im Nordosten verschleppt. Ja. Und jetzt kommt so ein Scheiß. Ich glaube es nicht. Ich glaube es echt nicht. Okay, Attila, du musst jetzt sterben. Tut mir leid. Das ist ja interessant. Ja, haben wir lange genug von uns hergeschoben. Der kann jetzt mal eben sterben. Attila. Der will uns nicht mehr killen, der will uns nicht mehr killen. Gut, dann hat er Pech gehabt. Schalalalala. Ja, dann hat er wirklich Pech gehabt. Dann leck mich doch am Arsch. Ein Bürger. Ich krieg zu viel, ich krieg echt zu viel. Was soll ich denn noch machen? Was soll ich denn noch machen, Leute? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Komm, ich hol mir jetzt das Krautpaket. Wenn die Wache nicht immer noch zu stark ist. Ach, ist das ein Scheiß. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Ist das ein Scheiß mal, Kack. Ich krieg zu viel. Okay. Dann weiß gar nicht mehr. Okay, ganz ruhig. Ich habe noch einen Schlafzauber? Nein, natürlich nicht. Wäre ja zu einfach gewesen, ey. Leck mich in der Tasche! Leroy! Hey, du hast hier nichts zu suchen! Doch nicht, wer bist du? Das gibt. Leroy Jenkins! So, jetzt verreck, du kleiner behinderter Bastard. Ich hab keine Lust mehr auf dich, ey. Ich sagte verrecke! Mann! Schlüssel! So, Schlüssel, Truhe, Krautpaket, danke! Krautpaket, ein schweres, klebriges Paket, das nach Sumpfkraut stinkt. Wunderherrlich, Leute, wunderherrlich. So, meine Fresse. Ein Versenz der Heiltränke, schön. Ich bin gerade voll gereizt. Ich komme nicht weiter. Die vermissten Leute lecken mich tierisch am Arsch hier. So. Cypher will bestimmt das Paket wieder haben. Ja, gebe ich das jetzt André oder Cypher? Ja, ich gebe das Cypher. Und André erzähle ich irgendeinen anderen Scheiß. Ich krieg zu viel, ey. Ich krieg echt zu viel. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über Kämpfer... Ich kriege zu viel. Schalalalala. Ich war im Minental und habe die Drachen gesehen. Das wird Lord Hagen interessieren. Geh am besten direkt zu ihm. Wegen dem... Hast du es gefunden? Ich habe es ins Hafenbecken geschmissen. So. Nun gut, Hauptsache es kann nicht mehr in falsche Hände geraten. Hier ist dein Sold. Hast du noch einen Job für mich? Du hast das Paket mit dem Sumpfkraut aus dem Verkehr gezogen. Gut, aber ich will wissen, wer das Zeug unter die Leute bringt. Es muss irgendjemand im Hafenviertel sein. Würde jemand von außerhalb regelmäßig in die Stadt kommen, wäre er längst aufgefallen. Was genau soll ich tun? Finde den Verkäufer und bringe ihn dazu, dir Kraut zu verkaufen. Das wird nicht einfach, aber sonst können wir ihn nicht festnehmen. Sprich mit Mortis, er kennt sich im Hafenviertel aus. Vielleicht kann er dir helfen. Hast du eine andere Aufgabe für mich? Lobart, der Rübenbauer, hat Probleme auf seinen Feldern. Wenn wir ihm helfen, wird das sein Verhältnis zur Stadt festigen. Also geh zu ihm und schau, was da los ist. Okay. Ich werde jetzt erstmal eben mit Mortis reden, dann gehe ich zu Lobart.
Was weißt du über das Hafenviertel? Ich will denjenigen finden, der das Sumpfkraut verkauft. Tja, die Kerle da unten sind ziemlich verschwiegen und einem von der Stadtwache werden sie garantiert nichts erzählen. Wenn du da unten was erfahren willst, dann solltest du... Nein, dann musst du deine Rüstung ablegen. Okay, und dann? Die Kneipe und das Bordell sind wohl die besten Anlaufstellen für dich. Wenn du was erfährst, dann erfährst du es da. So, schön. Jetzt gehe ich aber erst zu Lobart, denn es kann sein, dass Lobart nur heute erledigt werden muss. Es gibt so Missionen, die kann man nur an einem Tag erfüllen. Ansonsten ist die Mission gescheitert. Und so Hauptmissionen wie Sumpfpaket und sonst was, die kann man ewig machen, aber es kann halt sein, dass Lobart jetzt sofort meine Hilfe braucht, ansonsten sind alle tot oder keine Ahnung was. Ich werde jetzt einfach erstmal direkt... Für den König! Ja, ganz meine Meinung, für den König, viel Spaß. Dann stirb mal für den König, ist mir relativ egal. Ich kämpfe für mich selbst. Aber so groß war der Zorn Belians, dass er über das Land kam und das Ziel erwähnt. Ja, okay. Speichern und ab zu Lobart. Ja, ich weiß schon, was jetzt bei Lobart ist. Bei Lobart ist das ganze Feld voller Feldräuber. Das heißt, das wird für uns jetzt nicht das große Problem sein. Wir killen die jetzt einfach mal eben. Und fertig. Ja. So, mal schauen. Ob wir hier schon irgendwas Außergewöhnliches entdecken. Ja, da sind schon die Feldräuber, wie ich schon angesagt hatte. Gut, los geht's. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade nicht das Ziehen der Waffe, habe ich gerade nicht mehr gehört. Ja, zuerst die hier. Ja, 30 Stunden hinter an. Ich bin doch schon nur... Willst du mir irgendwas sagen? Wollt ihr mir irgendwas sagen? Manchmal mache ich mit 25 Schlägen, manchmal mache ich mit einem Schlag. Es ist so unlogisch, es ist so unlogisch. Ja, theoretisch ist es logisch. Aber praktisch ist es unlogisch. Also, theoretisch wäre es im wirklichen Leben natürlich logisch, ob du dem jetzt am Arm einen kleinen Schnitt zufügst oder ob du ihm ins Herz stichst. Aber bei dem Spiel, wo ich einfach drauf dresche, da ist das Hitbox-System doch nicht aktiv. Jedenfalls nicht bei dem Spiel hier. André schickt mich zu dir. Kann ich irgendwas für dich tun? Ja klar, diese verdammten Feldräuber machen mich noch ganz krank. Du machst sie alle kalt. Wie du das anstellst, ist mir egal. Ich denke, ich habe die Biester erledigt. Verarsch mich nicht. Ich sehe sie doch noch. Entweder bringst du die Viecher um oder wir vergessen die ganze Geschichte. Was soll denn jetzt der Scheiß? Ja, ist ein Neujahr gekommen. Schalalalalalala. Leck mich doch am Arsch, du kleines Mistfuckvieh. Meine Fresse, ich glaube. Also langsam will ich mich das Spiel echt verarschen. Jetzt mal ohne Witz. Komm, ich gucke jetzt mal alles ab mit dem Bogen. Ist da was? Nein. Ist da was? Nein. So. Jetzt zufrieden. Menschenskinder. Ich krieg zu viel. Jo, mein lieber Lobart. Hey, du. Ich habe die Biester erledigt. Alle Achtung! Als Kammerjäger tauchst du was. Ich werde dich weiterempfehlen. Hier, nimm das als Entlohnung. 20 Gold. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Was? Ich glaube, der, das mit dem, hast du sonst noch was zu tun hat, ist immer noch von wegen der Rüstung und so ein Scheiß. Hey, du. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube schon. Schwachsinn. Schwachsinn. Warte mal. Gibt's... Außer dem, was ich dir erzählt habe? Gut, dann leck mich im Arsch. So, auf zu. Ja, spring 500 Meter in die Höhe. Ja, gut, egal.
Jetzt kümmern wir uns um die Krautsache. Das heißt, jetzt gleich müssen wir unsere Rüstung ablegen. Ja, können wir jetzt schon mal machen. Ist mir gerade egal. Yeah, mit meinen zerrissenen Klamotten und dem Bogen, das geht gar nicht. Also finde ich... Ich finde, das sieht jetzt sieht's total beschissen aus, wie ich aussehe. Ist das wirklich wahr? Diese Lumpen, die sehen nur übelst kacke aus. Naja, die egal. Die Probleme habe ich kommen sehen. Regis, ja, schön für dich, Regis. Mit dem haben wir, glaube ich, noch nie geredet. Stadtwache. Für den König. Ja, wissen wir. Ja. Das Krautpaket haben wir immer noch für Cypher. Das heben wir uns auf. Das haben wir ja angeblich ins Hafenbecken geschmissen.